Moin zusammen, ich hab's getan. Ich habe einen Aerox Phoenix bestellt, selbst gekauft und ja, ich bin einfach zu gehypt auf die Kiste. Mir hat der Prototyp schon richtig gut gefallen und jetzt soll er ja noch mal deutlich mehr Power haben. In den letzten Videos von Aerox hat er sogar den Elite X beim Anfahren abgezogen und den 2.0. Und ja, ich bin einfach gehypt und wir schauen mal, was die Kiste so bietet. Heute packen wir ihn erstmal nur aus. Ihr dürft in die Kommentare schon mal reinschreiben, was sollen wir testen? Irgendwas Bestimmtes. Dann lasst mich das gerne wissen. Ich bin für viele Schandtaten bereit, außer das Ding ins Wasser zu schmeißen oder sonst was. Also, sieht richtig gut verpackt aus und auch richtig edel. Ich hoffe, ich kriege das jetzt. Nein, krieg ich nicht. Oder? Doch. Rutsch mal ein bisschen. Also, richtig gut. So, was haben wir hier? Hier sind zwei, keine Ahnung, zwei so Klebedinger von 3M. Schauen wir mal, wofür das ist. Das hier Werkzeugset, Aerox typisch, Multitool, Ventilverlängerung und einmal XXL Imbus. Ich denke mal, der könnte dafür sein, um die Federung einzustellen. Aber das schauen wir uns gleich mal in Ruhe an. Ladekabel. 54 Volt, 2 Ampere brauchen wir also nicht auspacken. Wissen wir Bescheid, wie schnell es lädt. Stopfen für die Muttern an den Rädern. Die mache ich eigentlich nie drauf. Sagt mir gerne mal, ob ihr die drauf macht. Ich mag das nicht. Die verliert man meistens sowieso. Und irgendwie festkleben möchte ich es nicht. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das Schätzelein hier ordentlich rauskriegen. So, ich sehe, die Satellites sind dran. Sehr cool. Ich dachte, die müsste man montieren. Dann ist das hier nicht der Fall. So. Jetzt wird's wieder kritisch. Wo ist der Haken? Dann haken wir hier ein. Oh, dann. So, der Tisch. Zu klein. Dann so, passt. Ja, sieht so aus, als wäre er quasi voll aufgebaut. Wir brauchen daran also nichts mehr zu machen. Können theoretisch direkt losheizen. Oh, das ist alles viel schöner als wie bei den Prototypen. Da war ja auch noch kein Aerox Branding drauf. Das hält. So. Schiebe ich den Tisch mal auf Seite. Also, was ich jetzt noch gerade vermisse, die ABE, die liegt hier. Nennleistung 0,5 kW. Sieht alles gut aus. Also Zubehör lege ich mal komplett hier rüber auf den Tisch. So, wie viel seht ihr noch vom Scooter? Nichts mehr. So, besser. Also, klappen wir die Kiste mal auf. Schönes System. Hier haben wir anders wie beim Legacy zum Beispiel nicht diese Drehschraube, sondern hier so ein, sag mal, Knopf oder Hebel, um die Sicherung aufzulösen. Das macht das Ganze natürlich viel, viel einfacher beim Entriegeln. Fällt mir gut. Macht einen Bombeneindruck. Also hält Bomben fest. Trittfläche, sehr, sehr schön. Wir gehen aber auch gleich noch näher ran. Display gut verpackt.
sodass nichts drankommt. Mir gefällt das Blau sehr, sehr gut. Wir haben zwei NFC-Chips dabei. Wie so oft einen runden, einen eckigen mit dem Iohawk-Logo drauf. So, dann noch hier das hier. Vorsichtig, da muss Kabel. So, Kabelmanagement sieht gut aus. Ist ein bisschen besser wie beim Prototypen, oder? Aber hier ist ein großes Loch. Ja, schauen wir uns jetzt gleich mal an. So, schauen wir mal, ob die Kiste angeht. Jawohl. Card. Funktioniert auch. Parkmodus geht rein. Da muss man dann hochschalten. Zero Start ist nicht drin. Okay. Also, dann hole ich euch mal auf den Meter näher ran und dann schauen wir uns die Kiste in Ruhe an. So, also vor uns steht der Iohawk Phoenix in der 19,2 Amperestunden Version, 48 Volt. Zweimal 500 Watt Motoren, die angepasst sind für den deutschen Markt, sodass sie auf eine Nennleistung von 500 Watt im Durchschnitt kommen beim Test. Ein Wechselakkusystem, das sich sperren lässt über das Display. Das schauen wir uns auch im Test nochmal genau und in Ruhe an. Eine einstellbare Federung hinten und auch vorne. Dafür dürfte der Imbus, der beiliegend ist, sein. Das sieht von der Größe her ziemlich passend aus. Erster Test aber mal. Oh, Alter. Das ist schon, da war ich eingestellt. Seitenständer, ja, ist so ein Standardding, was aber seinen Zweck erfüllt. So, Blinker hinten, Satellite. Was war das? Irgendein Kleber oder so? Flexibel, gut angebracht. Wir testen sie auch mal direkt. Funktioniert. Funktioniert. So, weiter geht's. Licht vorne. Machen wir das mal an. Das machen wir wie an? Haben wir hier, da ist ein separater Knopf. Festhalten, ganz kurz festhalten zum Anschalten. Die Funzel kennen wir von vielen verschiedenen Scootern. Müssten 60 Lux sein. Kann aber auch sein, dass es die 80er Version ist. Aber ich glaube, es sind die 60 Lux. Ist auf jeden Fall, ob 60 oder 80, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Licht, was die Straße mehr wie gut ausleuchtet. Ich blende es aber auch nochmal ein. So. Vollhydraulische Bremsen. Haben wir hier. Fühlen sich auch sehr gut an, so vom Pressen, vom Druckpunkt her. Das Ganze haben wir vorne und hinten. Farbe Blau gefällt mir sehr, sehr gut. Das ganze Drittbrett ist etwas anders wie beim Prototypen. Ist halt jetzt komplett gummiert und auch mit dem Iohawk Branding. Das war vorher nicht. So, also ich habe keine Supporter Edition. Hier würde, glaube ich, dieser Transmitter dran kommen oder drauf kommen. Okay. Machen wir schön wieder zu. Da nichts dran kommt. Schön der Griff zum Rausholen. Das dürfte auf keinen Fall stören. Dann hier zwei Ladebuchsen. Cockpitbereich. Ah, hier die Griffe, die kennen wir. Die waren beim Fritz-Prototyp auch. Satellite-Blinker vorne, die aber nur nach vorne abstrahlen, nach hinten nicht. Also das liegt teilweise echt daran, bei welchem TÜV man ist, ob man es durchkriegt oder nicht. So habe ich von mehreren Herstellern gehört. Ja, die Zoom-Bremsen, der Blinker-Button. Ja, es ist immer noch das gleiche Plastik, aber ich muss sagen, vom Druckpunkt her fühlt es sich besser an, nicht mehr so schwabbelig wie bei den Prototypen. Taste für Dual-Motor-Modus und oder Single-Motor. Das Ganze ist
im Display aber nicht hinterlegt. Seht ihr also nur an der LED, die hier leuchtet. Dann die zusätzliche Klingel. Nee, wir haben gar keine Hupe hier, ne? Nee, keine Hupe, nur eine Klingel. Okay, die müssen wir noch ein bisschen fixieren, ein bisschen festmachen. Auch vielleicht noch ein bisschen hier ran, damit man besser drankommt. Passt aber. Display, ja, das kennen wir von vielen verschiedenen Scootern. Wir haben hier in diesem Fall drei Modi: Eco, Sport und Race. Oben sehen wir die Voltzahl. Gesamtkilometer, Trip und Voltzahl. Das war's. Das Schloss steht dafür, dass der Akku gesperrt ist und natürlich hier die Geschwindigkeit. Die Lenker sind klappbar. Das Prinzip kennt ihr. Das haben viele. Das ist einfach nur geschraubt und zum Lösen, wenn ihr die umklappen wollt, dann müsst ihr einfach das ja mit einer Hand wieder ziemlich schwer so ein bisschen nach hinten ziehen. Das ist eine Federwirkung drin. Ich guck mal, ob ich es so hinkriege. Nein, kriege ich nicht. Doch. So. Bisschen nach hinten und dann könnt ihr es umklappen. So. Aber immer schön dran denken, wenn ihr fahrt, das Ganze auch festzudrehen. So. Das hätten wir schon mal. Andere Seite. Hier haben wir den On-Button. Hiermit kommen wir unter anderem durchs Menü, wenn wir da drin sind. Okay, hiermit kommen wir ins Menü und durchschalten tun wir dann mit dem Power-Button. Schaltung bei 39 Volt. Ups, ich wollte doch genau in die 1. Na, gibt's doch nicht. Schon wieder durchgeswitcht. Jetzt langsamer. 15, 16, 18, 19, 20, 1. Da müsste das eigentlich hier so sein und dann. Ach, jetzt habe ich es falsch gemacht. Wir schauen uns das Entnehmen des Akkus nochmal in Ruhe an. Ich habe es falsch bestätigt. Dann hier Gasdrehgriff. Zero Start ist bei mir jetzt gerade deaktiviert, Gott sei Dank, sonst wird er mir hier wegfahren. Der andere Griff. Hier nochmal für die Modis. Anderer Satellite-Blinker. Zuladung 135 Kilo. Gewicht, müsste ich jetzt gerade gucken, müssten knapp 30 Kilo sein. 33 sind es. Also schon recht schwer. Letzte Meile eher weniger. Zwei schöne Iohawks. NFC-Kärtchen, die sind immer dabei. Ja, und ansonsten Licht hinten. Schauen wir uns mal gerade an. Hat sich da eigentlich noch was getan? Sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ein bisschen heller geworden sein im Vergleich zum Prototypen, aber 100% sicher bin ich mir jetzt nicht. Dafür müsste ich mal rausgehen. Hoch. Aber Bremslichtfunktion ist vorhanden. Jo. Hier ist der Haken noch. Da haben sie auch ein schönes Gummi drum gemacht, damit man damit hier hinten wird es hier eingehakt, nichts verkratzt. Jo. Ich würde sagen, das soll als Rundgang jetzt erstmal genug gewesen sein. Jetzt holen wir gerade noch den Akku raus und dann sollte das gewesen sein. So, ich hatte eigentlich nur eine Sache falsch gemacht. Wir müssen dann hier ins Menü, dann hier auf die 1 und dann machen wir das Ganze einfach aus. Und jetzt hat man den Motor gehört und kann den Akku schön entnehmen. Hier sieht man dann aber auch noch die Löcher, die sie zum Wasserablaufen haben, reingebohrt oder reingemacht. Ja, also ich würde empfehlen, wenn ihr mal im Nassen gefahren seid, macht den Scooter einfach danach auf jeden Fall aus, holt den Akku raus und schaut mal nach, ob hier noch Wasser drin ist, damit das nicht da drin unbedingt, ich sag mal, verdunstet. So, wenn wir den Akku jetzt wieder reinpressen, dann hört ihr direkt wieder den Motor. Zack, verriegelt und wieder. Ready to drive. Ich finde das System einfach richtig praktisch. Ja, das soll es gewesen sein. Klicken, liken, abonnieren und schreibt gerne in die Kommentare, was ich mit dem Ding alles machen soll.